Wenn nicht, dann. Okay, sind wir doof. Oder ich zumindest. Ja, das wusste ich aber schon vorher. Ja, ich auch, aber trotzdem. Dafür hätten wir uns nicht erst verlaufen müssen. Ja, doch. Ey, Rocky, ich sehe dich! Hä, wie? Geil. Du siehst uns. Ja, ich hol euch ein! Und wo ist Caro? Irgendwo im Nirgendwo. Hallo, kannst du bitte Caro mit nach Hause bringen? Ich wusste nicht, wo sie ist. Ja, dann tausch doch die Koordinaten aus. Welche Koordinaten hast du denn, Caro? Wow, ich warte. 20, 102. Minus 102. Dann geh ein bisschen, bei der ersten Koordinate geh ein bisschen mehr in den Plusbereich und bei der Minuskoordinate lauf einfach weiter geradeaus. Okay. Die Kuh ist tot. Kann ich nicht, ich bin umzingelt. Dann lauf dahin, wo du kannst. Okay. Sag ihr doch einfach die Koordinaten von zu Hause, dann findet sie vielleicht auch wieder zurück. Ich kann, nämlich kann die das Pferd nicht mehr mitnehmen. Warum was? Nicht? Ja, weil es ausgewachsen ist. Ja, das heißt? Ich hast doch immer noch eine Leine. Du hast keine Blöcke hoch bei mir. Geh ins Wasser, geh ins Wasser. Ich weiß nicht, ob ich ihn angeschaut habe. Geh einfach ins Wasser, er rennt dir hinterher. Ja, ich habe ihn angeschaut. Ich stecke im Wasser fest. Warte, ich helfe dir. Hallo, du wirst jetzt sterben. Danke. Ah, yeah. Er ist immer noch da, Achtung. Ich bin immer noch im Wasser. Kannst du jetzt mal irgendwie stehen bleiben, du doofer Enderman? Kann er, glaube ich, nicht. Ich glaube, darauf steht er nicht so. Jetzt ist er weg. Oder? Ich hoffe, er ist doch zumindest. Ja. Nee, er ist noch irgendwo. Aber wo? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wahrscheinlich kommt er gleich bei dich nach Hause. Da ist er, geh ins Wasser. Ich bin im Wasser. Oh nein. Oh, Caro. Hab ihn. Okay, also kommst du auch nach Hause. Babyzombie. Er ist tot. Ja, wir haben zwei Pferde. Wir können züchten. Er ist tot, Annelberry. Leo, du kannst. Ja, ich weiß, aber das ist ein Babyzombie. Du kannst trotzdem. Der Hund greift ihn aber an. Ja, ich weiß. Ich will ihn schlagen. Go, aus. Los. Ich sehe die fliegende Insel. Und das welche fliegende Insel? Wo ist denn hier eine fliegende Insel? Ich bin schon weiter als du. Wir haben eine fliegende Insel. Ist hier auch eine fliegende diese Insel? Da. Oh, da ist eine Schlucht. Die fliegende Insel ist in Richtung zu Hause, das weiß ich sogar auch schon. Ja, das so ist das fliegende Insel. Ja, die merke ich mir immer. Und da hinten? Schau, da hinten. Ja, da hinten ist das Haus. Ihr seid alle so weit weg. Oh, dann warten wir auf dich. Warte, da ist die fliegende Insel. Und da sind zwei herrenlose Pferde. Ich bin das hier, das so dumm rumspringt. Ja, und genau. Ich bin das andere, das so dumm rumspringt. Ja, okay, das ist natürlich extrem genau. Zudem sehen die Pferde doch genau gleich aus, sind genau gleich schnell. Ja. Die machen alles genau gleich. Haben wir eine total tolle Zucht mit total unterschiedlichen Pferden. Ja. Ach, toll. Ich bin kein Zombie. Unterschiedliche Rüstung anziehen. Nein, hinter dir ist einer, habe ich gesagt. Oh, da ist ein Zombie. Aua. Ich bin kein Zombie. Doch nicht du. ich bring's gleich in den Stall. Läufst du hin, Niki? Der Stall. Da oben auf dem Berg. Rechts Leute, bitte passt auf, dass ihr jetzt nicht unbedingt hier noch einen Creeper vor der Mauer in die Luft ballert. Ich bring mein Pferd erstmal in den Stall. Die Stadt so voll, damit... Da muss man die Mauer nämlich nicht irgendwie kaputt machen ich oder so. Ach, ich halte es nicht mehr aus. Es ist mir zu warm hier. Ja, wenn man vorhin die ganze Zeit gesungen hat. Also bei mir kühlt es langsam schön ab. Bei mir ist es relativ kalt. Also mein Zimmer ist kalt. Ich habe die ganze Zeit das Fenster aus und ich sollte es mal zumachen, damit keiner reinkommt. Ich mach mal das Fenster auf. Ich mach's mal zu. Oh, ein Pferd und Reiter. Das bin ich. Juhu. Ich hab den Stall nicht gefunden. Ich bring's erstmal hierher. Oh, es kommt so schön kalt von hinten herein. Okay, Werkzeuge. Haben wir noch ein paar? Müssen wir noch was in die. Du machst Mücken sicher. Normalerweise, wenn ich einen Werfer habe und ich tue da einen Lava-Eimer rein, dann müsste der den doch ausschütten sozusagen und dann wieder aufnehmen, oder nicht? Richtig. Ja, theoretisch. Tut er aber nicht.
Hast du vielleicht einen Ständer gemacht? Nee, ich habe einen Werfer gemacht. Also so, das kann da. Hast du einen Hebel? Ja. Ich hab einen Hebel, wenn ich ihn zurückstelle, dann funktioniert's nicht. Jetzt Hund. Ernsthaft war, dass wir die ganze Zeit gefarmt und gefarmt und gefarmt haben, aber kein Cobblestone mehr haben? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, wo der hin ist. Weint sie? Ich hab ein bisschen eine. Sie hat gelacht. Das hat sich gerade extrem so angehört, als würde sie einfach übel losweinen. Weil ich kein Cobble mehr da ist. Ja, hätte ja sein können. Ja, Cobble. So eine Sache. Im Ofen ist noch ein bisschen Essen, wer braucht. Ich habe, also ich kann noch ein bisschen Kobbel abgeben, oder warte, ja, ich könnte, glaube ich, was abgeben, ja. Oh, bitte, bitte, bitte. Und ich habe ein Stack und, 8 und mein Haus ist, also Verzierung muss ich nur noch machen und dann ist es fertig. Hunde, könnt ihr mir auch irgendwas warte, machen? Ja, nimm mein ganzes Kobbelzeug und ich warte, danke. Ich gucke mal, ob ich in der Kiste noch Kobbel habe. Okay. Unter diesen Umständen ziehe ich meine Hunde-Armee zurück. Ja, ich weiß nicht, wo meine Hunde sind. Ja, gut. Wo sind eigentlich meine Hunde? Das ist eine Frage, die sich Leo oft stellt. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Hm? Da ist ein Hund. Und der gehört mir. Okay. Hat das jetzt irgendeinen Grund, warum wir jetzt so schlagartig ruhig geworden sind? Nein. Leo, du musst mal deinen Hund heilen. Was? Was ist? Wo? Was? Du musst mal deinen Hund heilen. Was? Was ist los mit dir? Also zumindest der eben hinter dir war. Ja, ich weiß, die sind alle ein bisschen leicht gestorben. Leicht gestorben. Jetzt ist er wieder heil. Ich brauch jetzt... Das will ich ja hoffen, sonst schicke ich die Hundepolizei zu dir. Das sagt der so schlecht auf mein Pferd aufgepasst hat. Moment, es war nicht mal, ich dachte, es wäre mein Pferd. Und mit meinem Pferd darf ich mal machen, was ich möchte. Aber es war mein Pferd. Das wusste ich ja nicht. Und Unwissenheit schützt vor Strafe, wie man halt weiß. Ich glaube, einer meiner Hunde ist gestorben. Psst. Ja, sonst züchtest du einfach mit meinem Hund, Leo. Oh, ich hab genügend. Millie? Ja? Ziehen wir da so bald mal rein? Guck mal. Ja! Okay. Ich hab keine Ahnung, wie ich das hier auf dieser Seite wieder zumachen soll. Ja, und vielleicht auch mal hier reinkommen. Hab noch irgendwer Ranken? Ranken ja auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich habe sogar welche, aber ich brauche selbst eine, damit ich die farmen kann. Ja, ich habe 4. Oh, warte, ich hänge mir kurz eine zum Farmen ran und den Rest kannst 3 kannst du haben. Oh, ich habe Besuch. Hier. Dankeschön. Bitteschön. Oh, jo, wir brauchen definitiv einen Amboss. Ja, ich habe 2 Nametags geangelt und kann sie nicht benutzen. Das ärgert mich. Ich habe noch keinen Nametag geangelt. Ich habe noch gar nicht geangelt. Irgendwie sitzen hier ja tausende Hunde. Ich werde wahrscheinlich nie angeln. Angeln ist toll. Was ist? Haben wir Kakteen? Kakteen? Ja. Ja, müssen wir. Jana war auf Erkundungstour und hat Kakteen mitgebracht. Jana war doch noch nicht zu Hause, hätte ich gedacht. Ja, stimmt, sie war noch nicht zu Hause. Wir haben noch keine Kakteen. Okay. Okay. Der Weg war lang und Jana war kaputt. Ich euch erzähle davon, was ich schon alles kaputt war. Ja, ja. Das will aber niemand hören. Caro beispielsweise. Was? Die macht mich immer kaputt. Sehr gut. Ja, Lizzie, wo bist denn du? Blätter bei meinem Haus. Und kaputter. Das wäre niemand. Und zur Belohnung gibt's dann ein Hanuta. Ja. Leo, lass das. Ja, ja. Ich hab nichts getan. Nein. Ja, ja.
Oh, hey, das sieht sogar von außen mit den leuchtenden Fenstern relativ cool aus. Ja? Erstmal einen Screenshot machen. Mal einen Screenshot. Guck mal nach dem Balken. Zu viel? Die Balken sehen sehr ansprechend aus. Obwohl ich eventuell... Okay. Leo, was sagst du bis passt. Jetzt zu meinem passt. Haus? Nee, das passt. Warte, ich komm schon. Lenny, was hast du da gemacht? Wo denn? Ja, das sieht doch gut aus. Das war ich nicht. Hä, was war da alles drin? Das hier ein Item-Frame. Weiß, die soll da bleiben, damit ich Rankenfarm gehen kann. Achso. Ach, mir fällt gerade auf. Niki, ist ja gut, ja. Du hast nicht zufällig schon den ganzen Cobblestone gebraten. Bitte was? Ein bisschen ist noch drin, die kannst oder du dich schnell retten. Kannst du mir die Treppen und die Slabs noch einmal geben? Ich hab was vergessen. Warte, hier ist... Wo bist du? Ich bin im Haus. Wo bist du? Das sieht original aus wie auf Flip-Toffel. Nee, nicht ganz. Aber ich hab mich verbaut und deswegen sieht's nicht ganz so aus. Ach shit, das sind Stone Slabs. Hat jemand noch normalen Stein? Was machen wir eigentlich höher? Ja, in Richtung sieht. Oh, ich hab noch nur. Ein Stack hab ich noch über. Die Holzdinger oder was? Ja. Nee, finde ich gut so. Nein! Was denn? Okay. Ich bin beim Haus. Da ist das Wo sind Haus? Denn die Holzdinger? Die Steindinger? Steindinger in meinem Haus. Wo ist dein Haus? Peter. Was ist denn? Wir brauchen unbedingt einen Lagerplan. Oh, irgendwo hinter den Tieren. Oh, Creeper, oder? Das ist das Haus neben meinem Haus. Oh, guck mal, Jenny bei den Tieren. Jenny, guck mal nach links. Warte. Screenshot! Okay, kann es sein, dass der Creeper bei meinen Hunden explodiert ist? Nein, der ist hier hinten bei meinem Haus explodiert. Wo ist denn hier Wärmgel? Ach so, weil die haben alle hier irgendwie unten den Schwanz nach unten. Runter. Das Schild ist von Günther ist abgegangen. Da, nein, da ist ich glaube, wir misshandeln hier. Hier. Ach, da. Ja, natürlich. Hey, und warte, meine Tastatur ist mein Englisch. Geilo, danke. Das habe ich genau gesehen mit der vergifteten Tomate, genau. Kartoffel. Ja, die war auf dem Feld. Und dann nicht mal aus. Oh, das Günther wurde weggesprengt. Die habe ich wieder weggeworfen. Ich habe sie aufgesammelt und habe sie weggeworfen. Aus Solidarität wegen meinen gesunden Kartoffeln. Was? Oh, wow. Ecki. Aber das ist eine Killerkartoffel. Du sollst mal deine Hunde heilen. Ich bin eine Killerkartoffel. Das wollte ich gerade sagen, hier. Das ist echt so, Ja, aber die hier auch, die bringt dich um, wenn du zu viel von denen isst. Deswegen esse ich ja nicht so viel von denen. Okay. Mhm. Alles klar. Caro, hast du noch zwei Mauern? Setz die mal hier hinten dran. Zwei Stück. Hier. Hier. Ja. Dir sei vergeben. Ich bin der Pfarrer. Nee, ich. Das ist die falsche Seite. Von mir. Hier kriegt man sich drauf, so. Oh. So. Okay, gut dann. Und dann brauche ich noch von denen hier. User in your channel, Tom. Yo, tschüss dann. Tschüss. Yeah. Oh. Yo. Okay, fehlt jetzt noch eins von... Ne, noch zwei fehlen davon. Habe ich noch von dem Holz? Das reicht nicht. Mist. Oakwood Planks. Die brauche ich. Brauchst du noch Oakwood? Ich glaube, das ist in dem Truhe drin. Beziehungsweise ich brauche Stufen davon. Ich brauche Stufen und ich werde sie benutzen. Oh
Okay, dann brauche ich natürlich noch ein bisschen Wolle. Alles klar. Du siehst, wo die Stufen fehlen. Ja, ich weiß, du siehst, wo die Stufen fehlen. Da fehlen noch zwei Sitzbänke. Wieder da. Baby. Herze, Glas, Sand. Haben wir auch was mit... Ah, hier, Wolle. Ah, ich wollte ja das Sand. Danke für die Erinnerung. Bitte, immer gerne. Hat irgendwer einen Plan, wie man Teppiche macht? Ja, drei Wolle in die unterste Leiste, aber eine Farbe müssen sie haben, sonst geht kein Teppich. Ach, White Wool habe ich jetzt da reingemacht und es passiert rein gar nichts. Unten die drei, unten, ganz unten die Reihe voll machen mit Wolle. Habe ich. Ich glaube, das sind nur zwei. Das sind nur zwei. Der Kirchenbau geht weiter. Ich hoffe, dass sie auch weiterhin allen Leuten so gut gefällt und wir sie so behalten können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.